Kindergarten steht, Blöde, Sie werden es gleich sehen, wenn Sie jetzt vom Blöde kommen. So muss es sein, Pfarrer, Schule, Gemeinde, alles muss mithelfen, dass das funktioniert. Und schon wieder geht es weiter. Nein, ich habe Sie schon vorgestellt, die wenigen Umsteller. Ich habe Sie nur früh genannt. Die wenigen Umsteller vom Turnverein in die Umstadt. Hier sind die nächste Gruppe. Und die Hinteren sehen wir aber einen großen Teamlader, nämlich Don Dominikan.
Kreisliga dieser schönen ersten Gruppe kommt ein Karneval teil, mit dem wir seit vielen, vielen Jahren eng befreundet sind. Und wir, die Kartemäts der Stadt, gerade angeführt von den Trainern Uwe Röttinger und Bert Schlott, der neue Trainer Christian Stücke, den wollen wir nicht vergessen. Und die Gesamtführung der Stadtkarte hat über 33 Jahre Generalfeldmarschall Waldemar Hartmann, der ganz einfach Großartiges geleistet hat, der schon mehrere Jahre Präsident in Europa war und viele Jahre Vizepräsident, der jedes Jahr in Aschaffenburg ein riesiges Kampffest ausrichtet und dort auch in Aschaffenburg Hervorragendes geleistet hat. Lieber Waldemar Hartmann, Generalfeldmarschall, sei uns gegrüßt zusammen mit deinem neuen Spieß, den du hast, nämlich mit Manfred Tilz, der mal die Verantwortung von dir übernehmen soll. Auch noch einmal ein Dankeschön für den tollen Orden, den du mir als Jubiläumsort gegeben hast, weil ja, wie gesagt, ihr auch in diesem Jahr 50 Jahre alt seid. Und auf ein Ball des Jahres waren deine Gruppennehmer dabei, haben schöne Tänze aufgeführt. Auch dafür mal ein besonderes Dankeschön. Hello. Ja, und jetzt kommt unser Schützenverein. Hello. Unser Schützenverein mit einem Traktor von 11 Meter Länge. Und von ihm sind die hohen Gegenstände. Sie zeigen ganz einfach, dass alle überfordert sind. Sie können sich das selber lesen. Kfz-Steuer, Eco-Steuer, Rentenbeiträge, alles kommt und alles kostet viel Geld, Gesundheitskosten, eine Kapelle, eines unverschuldeten Karnevalvereins aus Rhein-Waldstadt. Und mit der Kapelle dabei ist der neu gewählte Magdeburger Meister Thomas Böhler. KCV, der älteste Karnevalverein im Landkreis Oberndorf, der bereits vor dem Krieg gegründet wurde. Richard Arnold, einer der großen Rhein-Waldstädter, Mitredner, er war ja auch Vizepräsident und Präsident des Narrenrings. Und die Vorwagen haben sie dabei mit den Gesundheitsreformen. Und der Verein steht da derzeit in der Führung von dem Kollegen Bein. Und der Fahrer ist der Dölger. Christian Dölger, Stadtdölger, sind seit Jahren ein Friedensgruß. Eckart Bein wird bei uns schon viele Jahre auch in den Stücken. Und die Dorfbus ist bekannt auch in anderen Gemeinden. Präsidentin, Sie sind der einzige Verein, der auch jetzt eine Präsidentin hat, nämlich Nadja Panzer. Sie ist die Präsidentin, Sie werden ihn gleich sehen. Kommt auf den Wagen, sie bringt uns schon zu. Nadine Panzer und ihren Präsident Günter Staat gleich daneben, zusammen mit dem Vorsitzenden Bernd Ludwig, dem Vizepräsidenten Holger Kretli. Und es ist ein Unfall, der Kretli Panzer baut, weil er ebenfalls ein herrliches Jubiläum, denn er ist 66 Jahre alt, in diesem Jahr 38 gegründet von der älteste Karnevalverein in Altenlandkreis Oberndorf. Liebe Kinder, liebe Kinder, herzlich willkommen und den Herzen. Also herzlich willkommen. Ja. Und schon wieder beim Riesenwagen auf der Anfahrt die Wagenbaugesellschaft Hausen mit einem Wagen von über 10 Meter Länge und dem Motto die Pisa-Kirche. Also ein politischer Wagen liegt über unserem Schulsystem oder sind die Schüler zu betreten. Circa 20-köpfige Gruppe wird von dem Präsidenten Micha von den Frauen angeführt. Die Wagenbaugesellschaft Hausen wurde der Kreiskarneval zu 1997
hier in Sümmlingen gegründet. Und ich bin immer dabei. Junge Menschen machen mit viel Arbeit, um einen Wagen zu bauen. Und deshalb, die Hausner sind ein lustiges Fünftel, Bürgermeister Fischler, das stimmt doch. Ne? Also ein Dankeschön auch für diesen Wagen, den du uns geschickt hast, den auch noch nicht. Also, liebe Viktorianer, herzlich willkommen, Dankeschön fürs Mitmachen beim diesjährigen Kreiskanon-Show hier bei Amsterdam. Gleich dahinter unsere Nachbarn. Aus Eisenbach. Herzlich willkommen in Mönchengen, liebe Eisenbach-Freunde. Ich weiß, dass ihr hier zu Mönchengen gekommen seid, in der Oranburg. Aber deswegen sind wir trotzdem Freunde geblieben, lieber Vorsitzender der Bernhard Gottlowski. Zum dritten Mal bist du mit einer Mannschaft dabei, hier beim Faschingsfest in Sümmlingen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass diese Nachbarschaft so hervorragend hat. Aber Sümmlingen auch für die Haus und seine liebe Frau. Wir sind wirklich erfolgreich heute unter dem Motto Circus Unrat angeführt von Heidi Hoppel. Und der Radfahrverein hat in den vergangenen Jahren viele schöne Plätze erreichen können, nämlich Dania, Stefania erreicht den vierten Platz bei den deutschen Meisterschaften. Isabel und Sarah sind beide Vizemeister, Jessica und Lea sind Zirksmeister in Feier und Schwaben. Weiterhin viel Erfolg. Und wir kommen wieder unsere Freunde aus Aschaffenburg, der CCC Aschaffenburg. Sie alle kennen sie noch, die früheren Auftretenden. Unser Freund Rudi Gossmann, der den Verein stark unterstützt hat für das Erfolg. Der Postkart, alle meine Freunde, der Maulauf in Aschaffenburg machte, hat Peter Pauli einladen und der Spengler, Fritz Spengler, der Bürgermeister Fritz Spengler, war immer bei uns bei Sitzungen. Heute ist das Komitee unter dem Motto hier der Golden Stars angeführt von den beiden Trainern Andrea Meining und Alex Schubert. Komiteemitglied ist dabei der Vorsitzende Wegener und der Vorsitzende aus Eisenbach unter Führung von Rolf Kraus und dem Motto bringt die Wittgen Airlines. Bürger in einem Fliegersitz wird in Sümmlingen nicht geschickt. Aber recht, wo recht hat, da hat recht. Die Fußball der Liebe, die Autofahrt kriegen, als in Sümmlingen einen Schlafzimmer für Sümmlinge.
Robert Clement habe schon einen Mannschaftseingang. Hat sich bereits viele Jahre als Präsident geführt. Sie haben heute einen jungen neuen Präsidenten, der seine Sache ganz toll macht. Wirklich Wohlstand sicher. Und auch der Vorsitzende Stefan Löhr, hervorragende Leute, die Niederberg auf Trab halten und die sich hervorragend bei einem Jüngern. Seidet euch alle, habt ihr die Bude voll und haben auf dem Rücken der Kameraverein seinem Präsidium und seinem Prinzenpaar. Ich darf sie noch einmal vorstellen. Es sind die Frank der Elfte und von Tessin und Helga die Zwode. Toll gemacht, schauen Sie sich das einmal an. Von oben sieht er noch nicht besser aus, wenn man von unten drauf schaut. Die Niederbayer Rampen sollen immer was einfallen. Ein gewohnter sein. Hier bezeichnen wir auch den Fußball. Jawohl, die Bewegung innerhalb der Deutscher Bahn. Mit dem Präsidenten, 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 mit d
Kappe von Röhmsklan. Dahinter eine ganze Reihe von wunderschönen Großgruppen, die die Rostbacher, Heidersbacher und Glück gebracht haben. Viel Erfolg, dass wir am Ende des Wagens der langjährige Präsident des Landes, Mirela, auch hier am herzlichen Dankeschön für die gute Zusammenarbeit über Jahre hinweg und für den Aufbau einer tollen Gruppe in Rostbach. Also, guten Abend, hello! Durch den Pfarrleiter Steffen Müller und Anke Schüssler gemacht. Und diese Gruppe ist ebenfalls seit vielen Jahren bei Karnevalszügen in früher mal als Eimer. Wenn die Mümmlinge Eppelwoi gelangt haben, die Luftbahn und Hause Eppel geholt, damit er die Mümmlinge Eppelwoi gehabt haben. Überziehen wir eine Länge am Tieflader mit einer Kursgruppe. Von mehr als 20 Personen dabei, nämlich der Motivfahrer und die Volvo, Kampfkommando, Bindeleder und Rufbach. Das Zürcher haben jetzt der Tempelritter aus Rostbach, der das Blut an uns überreicht. Gleich sehen wir hier eine Gruppe aus Hötz im Hohenwald mit dem Handstein aus Hötz, nämlich Formel 1, Handstein, Motto 1, Motto 1, Motto 1, 2. Hier ist sie dabei. Thank you.
Mit dem Elfenrat, ihrem Vorsitzenden Harald Kass und ihrem Sitzungspräsidenten Walter Röhre. Hello und herzlich willkommen, der vielen Gattelmädchen aus Hausen, der wunderschönen Festgruppen und dahinter Komitee und das Elfenrat. Hello, jawohl! Mädchen, früh haben wir schon gesagt. Fußgruppen mit über 40 Personen zu Fußgruppe Frauengruppe, als der Vorsitzende Thomas Meyer, Präsident Dietmar Lager, der Bürgermeister. Selbstbekannte kann man so sagen, von Ballett in der Führung von Marga Martin. Und ihr Präsident, wie gesagt, ist Dietmar Lager, als wir wieder zurückgekommen und jetzt heute wieder Präsident, was er vor Jahren schon einmal war. Den wunderschönen Gruppen, die hier mit dabei sind, mit einem obersächsischen Sammelsieg für unsere armen Minister. Es ist dieser liebe Kommen der Führung Stefan Altstein aus Düssel, Harald Busch und Freunde und Bekannte. Und sie zeigen, dass sie mitmachen wollen, hier beim großen Karnevalszug. Die Gruppe hat schon Samstag und Dreizehnmal in Lützelbach und viermal beim Kreiskarnevalszug hier bei uns in Land. Und hat sich dann schon der Freunde am Montag und Samstag. War diesmal aus Rülbach. 30 junge Leute begleiten diesen Traktor. Und
unmittelbare Mann. Wir haben hier Kopf, Männer. Thank you.
der Mannschaft. Tolle Sitzung. Kommen Sie, man geheißen, herzlich willkommen mit dem Vorsitzenden Bruno Horst.
Sie kommen aus Neustadt in Odenwald. Herzlich willkommen von der Hatzenburg, von Emmingen an euch. Thank you.
grüßt euch, ihr Hemdenähler.